Du bist ein Händler, oder? Ich würde gerne üben. Okay. Einhandwaffen, Zweihandwaffen, Ausweichen, Athletik. Barry könnte Einhandwaffen. Lyra, ein bisschen Athletik vielleicht. So. Dann gucken wir mal kurz bezüglich der Türme. Ach so, das ist jetzt die Antwort auf auf die Edikte. Grüße Benno, es ist schwierig in Bezug auf Edikte die Fakten von Vermutungen zu trennen, da es so scheint, als ob nur Kyros alleine wüsste, wie alles funktioniert und uns anderen bleibt nichts anderes übrig, als in Furcht zu leben und darüber nachzugrübeln. Kyros Edikte sind eine Art von Magie, die sogar die der Archonten überschreitet. Ich wage zu behaupten, dass Edikte stärker als Kyros sind, da es keine Beweise gibt, dass Kyros willentlich ein bereits in Kraft getretenes Edikt beenden kann. Das ist mitunter ein Grund, warum Kyros Edikte ein Biss oder es sei denn in ihrer Formulierung beinhaltet. Ich weiß, dass das Edikt, so mächtig es ist, eine menschliche Stimme braucht, um das Wirken zu vollenden. Deshalb lässt der Oberherr Menschen wie dich Edikte weit weg vom imperialen Thron verkünden. Die Magie ist Kyros Magie, aber die menschliche Stimme ist der endgültige Träger oder Auslöser, um das magische Phänomen zu vervollständigen. Und hier ist das Faszinierendste, zumindest was dich betrifft. Dutzende sterblicher Agenten mussten Edikte verkünden. Zwei Drittel davon sterben innerhalb eines Jahrzehnts und viele berichteten von bleibenden mystischen Narben aufgrund der Tortur. Und es gab eine Handvoll, die ein Edikt lösen und brechen sollten. Diese Biss- oder es sei denn Klausuren werden von Zeit zu Zeit erfüllt. Und wir sehen ein ähnliches Muster in der Geschichte. Diejenigen, die ein Edikt lösen, leben nur kurz. Und wir sprechen von arkanen Nebenwirkungen des zerbrochenen Edikts. Und hier bist du einzigartig. Nach meinem Wissen und laut allen Fakten, die ich gefunden habe, bist du die erste Person, die ein und dasselbe Edikt verkündet und gebrochen hat. Was auch immer für eine mystische Macht in der Erschaffung und Zerstörung von solcher Magie involviert ist, du bist der Erste, der an beiden Enden steht. Da ich jetzt weiß, dass diese Türme erweckt werden können, leuchtet es ein, dass wenn irgendetwas sie aus ihrem Schlupfer wecken kann, es wahrscheinlich ein zerbrochenes Edikt ist. Kyros hat noch andere aktive Edikte in der Stufe. Wenn du wirklich mehr wissen willst, solltest du es vielleicht auf dich nehmen, diese Edikte zu brechen. Warum sollte Kyros schließlich eine Beendigungsklausel hinzufügen, wenn sie nicht wollte, dass sie gebrochen werden. Also wenn Kyros nicht wollte, dass sie gebrochen werden. Wir wissen ja immer noch nicht, ob Kyros männlich, weiblich ist oder nicht mehr existiert. Förmlich um Rat bitten. Liebe Mythios, ich weiß deine Informationen zu schätzen. Vielen Dank dafür. Mit dem Wissen, das du über meine Situation besitzt, was würdest du tun? Gut, gucken wir mal in den Turm. Neue Gegenstände seit dem letzten Besuch. 5. Bross und Schmelzmeister. Gucken wir erstmal, was ich hier noch anwerben kann. Parieren, ausweichen, List. Parieren. Einhandwaffen, parieren und Athletik. Ein Schicksalsbinder, der... Oh, das ist mit dem neuen Patch hinzugekommen übrigens. Es gibt einen Reskiller jetzt. Werbe ich dich mal an? Und hier... Feuer, Frost, Blitz beherrschen und Lebenskraft beherrschen. Dann werbe ich dich mal noch an. Hier. Händler habe ich nämlich nicht so sehr begehren drauf.
Ja. Lassen wir jetzt mal. Habe ich eigentlich meine Gesprächsthemen mit App ausgereizt mittlerweile? Also die Nährsblick ziehe ich kurz an. Ich möchte dir Frage stellen. Ich habe Fragen über das Volk der Stufen. We all know how to swim and we all know how to fight. Most Northmen are lucky to make half that boast. What would you like to know? Wir alle können schwimmen und kämpfen. Die meisten Leute haben Glück, mit der Hälfte davon ab angeben zu können. Was möchtest du denn wissen? Ich interessiere mich für das Volk der Stufen. Du wirst, glaube ich, herausfinden, dass jeder von uns denkt, ein Kind Hafens zu sein, was auch mich auf mich zutrifft. Oder ein Kind Azurs, ein Kind Apex und so fort. Aber wir Angehörige des Stufenvolks haben gemeinsame Bräuche. Doch die wichtigste Gemeinsamkeit war der Stolz, frei von Kyros Herrschaft zu sein. Hattest du besondere Fragen? Wann wurden die Stufen besiedelt? Vor über 400 Jahren trafen menschliche Siedler ein. Eine Flottille aus kaum seetüchtigen Schiffen mit Flüchtlingen vor einem Krieg zwischen Kyros, heutigem Reich Treven, und fruchtbare Sande zog nach Westen über die offene See. Richtung und richtig und falsch. Tierfrauen wuchsen aus Land lange, bevor Gruppen von Menschenrudeln ankamen. Junge Vorfahren aber waren auch schwach und haarlos wie Menschen jetzt. Stämme waren noch nicht in Finsternis und Meer und Steinland stark geworden. Du scheinst die Einheimischen zu vergessen, die zuerst vier waren. Stimmt das? Kann irgendjemand hier den Stufen mit richtigen Tatsachen aufwarten? Stimmt das? Entschuldigung, aber sie hat recht. Ich bin mit den Tatsachen etwas zu frei umgegangen. Die Menschen kamen vor fast 400 Jahren hierher, aber die Stämme waren schon viel früher hier. Ab wann genau, wissen wir nicht. Angehörige des Stufenvolks sprechen manchmal von den fünf Ehefrauen. Wir bezeichnen damit die ersten fünf Siedlungen, die entstanden, als die Kolonisten Land betraten. Aber auch die fünf Matriarchinnen, die anschließend die Herrscherdynastien der Stufen gründeten. Natürlich lasse ich die Sache mit den Erbauern der Altmauern aus. Wer weiß schon, wann sie hier lebten und warum sie nicht mehr sind. Vom Himmel sind diese Altmauern aber sicherlich nicht gefallen. Woher weiß Wassermystikerin, dass Altmauerbauern nicht mehr da sind? Tierfrauen sind immer noch hier, Jep. Glaubst du nicht, dass Tierfrauen Altmauern gemeißelt haben, obwohl Stämme schon lange vor Menschen auf Land gelebt haben? Naja, es gibt eigentlich keinen Beweis dafür, dass... Weißt du was? Ich werde jetzt einfach den Mund halten und meine Organe behalten. Warum besitzen keine Männer Land oder Frauen keine Frauen Schiffe? Jahrhundertelang war es bei uns so, dass den Männern die Schiffe gehören, den Frauen aber die Häfen. Unsere Bäuche schränken das Eigentumsrecht eigentlich nicht so ein, sondern verhindern die Vererbung. Ländereien gehen an Töchter, dann an Schwestern, dann an Mütter und Tanten. Schiffe werden an Söhne, dann an Brüder, dann an Väter und Onkel weitergegeben. Für Außenstehende mag es merkwürdig wirken, aber für mich ergibt es Sinn. Männer sind mit Wanderlust gesegnet, Frauen mit dem Sinn für das Dauerhafte. Ebenso können die Kapitäninnen eines Schiffs keine Pause einlegen, um ein Kind auszutragen, während ihre untätigen Männer unruhig werden. In Wahrheit variiert der Bau von Ort zu Ort und man findet landbesitzende Männer. Genauso gibt es Frauen, die mächtig genug sind, um Schiffe zu haben. Wie es so oft der Fall ist, suchen sich die Adligen ihre eigene Tradition aus. Warum haben sich die jüngeren Königreiche nicht gemeinsam gegen Kyros gewehrt? Versuchsweise die Wunde zu reiben? Ja, die Invasoren besiegten die jüngeren Königreiche ein Reich nach dem anderen. Wäre ich die Königin der Stufen gewesen, wäre das vielleicht nicht passiert. Also dann, was hätte Königin Ebb getan? Ich hätte die Bedrohung ab dem Moment ernst genommen, als Truppen auf dem Marsch zu den Toren des Urteils aufgehalten wurden. Bin ich denn die einzige Person, deren Mutter erwähnt hat, dass Kyros eine reale Bedrohung ist? Opportunismus, das war unser Untergang. Hafen sollte sehen, wie die Bastardstufe zuerst fällt. Apex hoffte auf den Fall von Hafen und Azur wollte, dass das unbeugsame Land zuerst angegriffen wird. Jedes Reich der Stufen hatte Interesse daran, die Nachbarn zuerst fallen zu sehen, also hielten wir unsere Unterstützung bis ungefähr ein Jahr nach Kriegsbeginn zurück. Aber dann war es verdammt nochmal schon zu spät, diese zankenden Idioten. Die Angehörigen des Stufenvolks leben mit größeren Bevölkerungsgruppen von Tiermenschen zusammen. Wie gestaltet sich dieses Zusammenleben?
Die Tiermenschen der Stufen sind kühner und klüger als ihre Verwandten andernorts und glücklicherweise leben wir schon seit einiger Zeit mit ihnen harmonisch zusammen. Für Menschen gemessen und Sklaverei ist also wie Verwandtschaft, denke vielleicht sollte Tierfrau Rudelmitglied dieselbe Zuneigung geben. Sie lacht keuchend und kratzt sich an ihrem vernarbten, ihr wisst schon was. Täusch dich nicht, die meisten Tiermenschen in den Stufen haben ein hartes Leben, aber im Vergleich dazu, wie sie im Nordreich behandelt werden, sehe ich uns Angehörige des Stufenvolks gerne als etwas moderner und fortschrittlicher eingestellt, wenn auch nur ein bisschen. Ich vermute aber, dass ich unsere tierische Cousins mit übertriebenem Optimismus sehe. Ich finde ihre ungeschickte Ehrlichkeit liebenswert. Außerdem, kein Mensch würde jemals etwas Nettes über meine Kochkünste sagen, aber von meinem Tiermenschen ist mir selbst über meine schlechten Gerichte noch hier etwas Gemeines zuvor gekommen. Lass uns das Thema wechseln. Was ist mit den größten Widerständlern gegen Kyros Herrschaft? Aside from the ones you slew, the Vendrian Guard were the most staunch opponents of Kyros. With their passing, the Overlord's rule is absolute. Well, aside from the local Archons being in a state of civil war. Außer denen, die du erschlagen hast, die Kämpfer der Vendrian-Wachen waren die standhaftesten Gegner von Kyros. Durch ihren Tod ist die Herrschaft des Oberlands absolut. Gut, abgesehen davon, dass sich die örtlichen Archonten miteinander in einer Art Bürgerkrieg befinden. Was there a particular group you wish to discuss? Gibt es eine besondere Gruppe, über die du mit mir sprechen wolltest? Die Unbroken is the name of the military of the now fallen realm of Stalwart. Every citizen of Stalwart was trained to fight, and all were expected to answer the rallying cry of the regents, the ruling small council of the realm. Die Ungebrochenen nennt sich das Militär des nun gefallenen Königreichs des unbeugsamen Landes. Jeder Bürger des unbeugsamen Landes war im Kämpfen ausgebildet. Man erwartete von allen, dem Versammlungsaufruf der Regenten zu folgen, dem kleinen Herrscherrat des Königreichs. A decade ago, Stalwart was the ass end of jokes tiersmen would tell each other. The people of Stalwart are obnoxiously proud of a long history of being invaded, but never losing. The disfavored put an end to their vaunted record of victory. Vor einem Jahrzehnt war das unbeugsame Land Gegenstand vieler dreckiger Witze, die sich Angehörige des Stufenvolks erzählten. Das Volk des unbeugsamen Landes ist auf widerliche Weise stolz auf seine lange Geschichte der Abwehr von Invasionen, bei keiner einzigen erlittenen Niederlage. Die Geschmähten machen diesem gerühmten Siegesrekord ein Ende. The Unbroken still persist, albeit marginally so. The disfavored withdrew after the Edict of Storms began shredding the landscape. Their holdfast of Sentinel Stand Keep was never taken, and the citizen army, though scattered, could still be rallied. Die Ungebrochenen gibt es immer noch, wenngleich sie nur noch eine Randnotiz sind. Die Geschmähten zogen sich zurück, nachdem das Edikt der Stürme begann, die Landschaft zu zerfetzen. Ihr Bollwerk, die Wachplatzfestung, würde niemals eingenommen. Außerdem könnten sie noch immer die Bürgerarmee einberufen, die so zerstreut sie auch sein mag. Was ist mit dem Stamm der Steinpirscher? Kyros' war war desastrous to the human realm of Azure, but a stroke of good luck for the numerous beastmen that toiled in Azure's endless wheat fields. With the masters all dead, the serfs have been set free. Kyros Krieg war für das Menschenreich dazu eine Katastrophe, aber im Glücksfall für die zahlreichen Tiermenschen, die auf den endlosen Weizenfeldern dazu schufteten. Da alle ihre Meister tot waren, hatten die Leibeigenen ihre Freiheit wieder. The Stonestalkers are a tribe born from these newly freed beasts. I imagine they would never bow to Kyros or the Archons. Too many generations have been enslaved. I'd wager anything, they'll die before they ever bow. Die Steinpirscher sind ein Stamm, der aus diesen jüngst freigelassenen Tieren entstanden ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich niemals vor Kyros oder den Archonten verbeugen würden, nachdem sie so viele Generationen lang versklavt gewesen sind. Würden sie bestimmt lieber sterben, als sich jemals wieder vor jemandem zu verbeugen. Beastmen understand strength and leadership, but it's always in the concrete sense. I can't pretend to know how they think, but I could never imagine them accepting an absent prima. A distant ruler they can't see or smell seems a bit too abstract. Tiermenschen verstehen Stärke und Führung, wenn auch immer im korrekten Sinne. Ich kann nicht vorgeben, ihre Denkweise zu verstehen, aber ich könnte mir lieber vorstellen, dass sie eine abwesende Prima akzeptieren würden. Ein weit entfernter Herrscher, den sie nicht sehen oder riechen können, scheint mir etwas zu abstrakt zu sein. Was ist mit der Bronze Bruderschaft? The Bronze Brotherhood is one of the most feared and famous of the Free City Mercenary Companies. They served the highest bidder, and during the war, that was Kyros.